Das ist aber besser verschlüsselt, wie ich gedacht habe. Das dauert zwar. Mr. Science, entweder du spielst gerade an einem Krimi-Mod oder du hast seriöse Probleme. Nee, mach dir keine Sorgen. An meinem Experiment von heute guck ich, wie einfach es ist, um engem sein privat digital Donnern zu kommen. Und dafür habe ich mir die Hilfe vom Chaos Computer Club geholt. Cool, now try. Also da, salut. Salut! Und? Ja, A-Team-Style eben, ne? Du hast schon viel über mich raus. Du bist quasi noch ein Blatt am Hintern. Ich weiß, wenn du Hobbys hast, wo du schaust, dass du bestimmt hast, wo du wohnst, dass du Kanner hast. Ja, okay. Aber eigentlich sind das ja Informationen, die früher Jibfrehen an einem Dorf, wie wir die wussten, die entweder am Telefonsbüro oder an der Zeitung stehen. Also dafür ist es möglich, meine richtig private Donnern zu kriegen. Zum Beispiel, wo ich am Internet surfen, meine E-Mailen oder wo ich hingehe. Ich gebe es nur, du musst einfach den ganz normalen Tag so flammen, da probieren wir mehr dich zu hacken. Okay, gut. Da bringe ich noch nicht fertig, eigentlich. An überdemste Joseph Munter surft, machen sich die Informatik-Spezialisten und Wirk. Also ich sehe per Wi-Fi, ich meine, wir müssen aber so viel Trigger-Antennen für genau rauszufinden. Ne? Den Wi-Fi den ist aber ziemlich stark verschlüsselt. Ich meine, das geht nicht so einfach. Ja, digitale Donnern verschicken da relativ viel aus der Welt, sobald sie am Internet verbunden ist. Und weil am Anfang des Donnern meistens über Funk verschickt gehen, können Hacker den natürlich auch mit ihren Antennen aufhängen. Mit froh aus können sie das Donnern auch lesen. Dafür ist die echt wichtige Etappe, mal da den gut Passwort hat. Aber wie ist dein Passwort? Ah, das wirst du wohl gerne wissen. Nee, ich kann dich aber einen Trick verraten, wie ihn sich gut Passwörter mischt, die ihn am Plus noch verhält. Und dafür brauche ich am Anfang mal einen ganz kontrabossischen Codesatz. 12 Bayer sind zu viel an youtube.com als ein Krokodil. Genau, und aus diesem Codesatz geht dann das Passwort. Okay, großer Kleinschreibung, Zeichen und Zuhlen gesagt komplex aus, mit dein Satz ist wirklich komisch. Ja, mit das ist ein Satz, den ihn aber gut verhält, und den am Plus für alle Internetseiten ähnlich ist. Und das Buchstaben sind zum Beispiel just für YouTube, und für andere Seiten sind die immer ähnlich. Oh, merkt, das ist aber besser verschlüsselt, wie ich gedacht habe. Das dauert zwar. Du brauchst mir aber viel mehr rasche Power und Zeit. Was meinst du? Ja, das sieht schlecht aus. Warum du nicht zu viel versprochen? Oh nein, du geht dich schon mal fort. Da muss man direkt sehr aufhören. Wir haben eine Chance. Komm mal probieren, sein Handy über Bluetooth zu peilen. Holt dann Tanner raus, schnell! Ich gesehen, mal, was du für ein Handy hört, das ist gut. Das Signal ist ja doch gut aus. Vorher bist du mich schnell, was du willst. Schmengen sie wieder nicht fand. Das hätten sie mich schon kontaktiert. Aber nee, ich kann mit den Daten überhaupt nicht aufhängen. Ich fahre dafür mal bei Police, um zu fragen, wie sie das da machen, wenn sie wollen einen Hacker-Attack auf ihr starten, zum Beispiel um einen Terrorist, der dann Informationen über den zu kriegen. Sorry. Ja, moin. Was tut ihr als Police für Möglichkeiten, im Fall, wo da zum Beispiel ein Terrorist hört? Ja, wenn wir Verdächtige haben, da haben wir eine Ordonnanz bei der Autorité Judiciaire. Und mit der Ordonnanz gehen wir dann bei den Operateur, den muss dann die Donnern ausleiten. Und das sind ja Lützeburgische Firmen, die uns da helfen. Gibt es dann auch Firmen wie Apple oder Google, die in diesem Fall helfen? Ja, die Firmen müssen noch mal schaffen, da müssen wir dann eine Rechtshilfe ersuchen an die Länder. Ja. Und im Fall, wenn es eine Urgenz ist, dann gehen durch Prozeduren, dass die Band 1-2 Stunden als Donner liefern. Merci vielmals. Tja, die Police kann also noch nicht ohne weiteres in O flüstern. Aber wie das mit dem Geheimdienst ist, da kann ich nicht mehr spekulieren. Oh, das ist aber blöd. Wir sind noch nicht gut. Ja, schon noch nicht verwertbar. Der Mr. Science schenkt ohne zu wissen, gut geschützt zu sein. So, und ich gehe mal nach gemütlichen Tränken.
Hi Mühling, geht an den Kaffee. Ich meine, das ist eine Chance für ihn zu kriegen. Allez, lass! Oh, Joseph, ich meine, ich weiß, was ich auf vier hun. Mühling, passt am selben Netzwerk wie der Rodesch. Ich habe gesehen, ein HP, HP-Laptop mit Windows drauf. Das kann man hier sehen. Der Maler muss einen 8-Stufe-Tag an der SSL-Strip. Und so können Hacker relativ einfach den ganzen internen Internetfunkverkehr am Bistro empfangen, ohne dass der Mr. Science etwas merkt. Allez, Joseph, schau auf noch den Pass hier. Da sind wir dich. Yes, schönen! Joseph, du hast ja aber nicht überall dasselbe Passwort. Wie weißt du das? Ich meine, Joseph, wir haben gut geguckt in der Schule, aber. Ja, wir haben all den Passwörter, wir können für dich bei Amazon kaufen, wir können den E-Mail lesen. Okay, das ist schon mega erschreckend, aber weil das so schwer für das zu machen. Nein, das ist total, weil ich nicht kompliziert. Das ist schon die Oberfläche, die wir halt gemäht tun und das kannst du wieder ein bisschen durchlesen im Internet und dann kann den das doch machen. Aber was, ja, was hast du falsch gemacht? Hey? Was du hier falsch gemäht hast, ist ganz einfach, du hast dich am öffentlichen Netzwerk an einen nicht geschützten Seite gelockt und du hast überall dasselbe Passwort. Dadurch konnte man eben überall Rackugeln und ich meine, du bist mir einfach bei, schuldig. Okay, an einem öffentlichen Netzwerk, der will kein Passwort angehen auf nicht geschützte Seiten und muss ihn verschiedene Passwörter holen. Ich meine, der Bayer, der Christe. Monsieur? Bayer, wenn ich will. Zwei. Nein, eigentlich drei. Aber bon, du warst ja gehackt, du verzeihst den Lapsus.